Er ist so bescheuert. Okay. Es müsste alles gehen. Das Mikro geht. Passt. Chat ist quasi hier. Okay, ja. Ich weiß. Ja, mach das. Sehr interessant. Hier liegen diese lila Kerle schon. Naja. Wir sind wieder live. Ich bin wieder live, hoffe ich. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Mir wurde gerade alles eingestellt und wenn irgendwas nicht geht, habe ich keine Ahnung, was ich hier tue. Hallihallo, Ramsi. Genau. Hallihallo, Doofkopp. Und Mrs. Miss Kylan Twitch. Ach, ich bin so schlecht mit so Namen. Gokuyo. Lichtreflex, danke fürs Followen. Genau, also wie gesagt, ich habe keine Ahnung von diesen ganzen technischen Sachen eigentlich. Deswegen werde ich wahrscheinlich ganz viel gar nicht sehen. Und ich bin sowieso überfordert wahrscheinlich von allem. Von dem Spiel sowieso. Weil irgendwie, ich hab voll Bock auf das Spiel, ich finde das voll cool, aber irgendwie, ich bin in meinem Privatspiel noch nicht mal so weit, wie der Sebi hier ist. Ja, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Oh. Aber ich glaube, den kenne ich schon. Schon mal gesehen, mit dem kann man so normal reden. Hallo. Ashina Ryu. Ryuha toyu te mo. 堅苦しい決まり事などない。ただ戦に勝つ。その一時を至上とする権よ。ネズミ狩りに何よりお主の戦に役立てるがいい。Okay, haben wir schon mal mit dem geredet? アシナ流. 流派と言うても堅苦しいただネズミ。 Vielleicht hat der Sebi in seinem Spielstand, weil er hat das Spiel, wir haben das zwar mal angefangen, gemeinsam, aber er hat es dann anscheinend in einem Stream weitergespielt, jetzt, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, was wir hier machen eigentlich, wo wir sind und wo ist eigentlich der nächste Speicherpunkt, ich muss ein bisschen üben, ich bin raus aus der ganzen Sache, hier oben ist er nicht. Ja, das ist ein bisschen doof, weil ich einen Stream ohne dich gemacht habe. Du musst wieder runter auf Schlachtfeld und da siehst du ihn wahrscheinlich schon leuchten. Den Speicherpunkt? Ja. Oh, da nicht, ne. Gegenüber. Echt, da ist ein Speicherpunkt auf dem Schlachtfeld. Ja. Das Link. Ah, nee, gerade stimmt gar nicht. Geradeaus, da vorne leuchtet es. Oh. Neben der Fackel. Oh. Ach da, ah, okay. Genau. So. Genau. Wir reisen jetzt, glaube ich, erstmal hier hin. Dass ich ein bisschen nochmal üben kann. Schon ein interessantes Spiel. Ich finde auch ehrlich gesagt, also ich, keine Ahnung, ich bin ja da echt nicht so, ich weiß nicht, so schwierige Spiele bringen mir nicht so viel. Upsala. Ist echt, wo bin ich denn hier? Also ich ziehe da keine Freude dran, mich da reinzubeißen in sowas und dann die Steuerung so super auswendig zu, oh, hallo, so super auswendig zu lernen und dann, ah, anvisieren. Und dann halt irgendwie so Spiele, die so super schwer sind, halt irgendwie zu meistern. Das ist doch schon mal ganz gut. Anvisieren. Ich vergesse immer das Anvisieren. Naja. Deswegen, ja. Aber ich habe ein bisschen reingespielt in irgendein Dark Souls. Ich weiß nicht welches. Und in das Spiel hier jetzt. Oh, da sind, stehen auch noch zwei. Hm. Und ich fand die schon cool. Aber ich muss sagen, ich fand das Spiel hier leichter. Also ich finde das bis jetzt zumindest leichter als, oh, damn it, als das Dark Souls. Also
letztes Mal gespielt habe. Sieht vielleicht gerade nicht so aus, aber ich bin auch echt nicht so gut. Ah nein, ich will erst da oben zu dem anderen Typen. Ah, zu dir. Nervig. So, jetzt kannst du kommen. Üben wir gleich mal das Parieren. Na komm. Na komm, schlag zu. Ja. Okay, war nicht so gut. Ich muss echt reinkommen. Hühnchen? Oh Gott. Okay. Umbauarbeiten, während ich hier spiele. Bin ich ein Huhn? Da ist ein Huhn. Die können auch ganz schön zuschlagen. Ja. Aber die sind irgendwie niedlich. Ich weiß nicht, warum. Ich finde die niedlich. Oh, ich bin fast tot. Ach ja, sehr gut. Fängt gut an. Okay, aber das Parieren ist schon mal wieder... Langsam wird's wieder. Ist denn euer Herrchen? Ist der das nicht hier? Ist der nicht hier? Anscheinend nicht. Ach stimmt, hier war der dicke Gegner. Ah ja, ja, ja. Langsam ist es mir wieder bekannt. Stimmt, ich muss... Darf auch nicht vergessen, dass der nicht automatisch lootet. Ich muss looten. Ich weiß nicht, ob ich das cool finde, dass man das Looten irgendwie so... Dass man das so... selber machen muss. Also, dass man da... Ich meine, das ist zwar schon cool, dass man auch weit weggehen kann und das so ransaugen kann. Dass man so einen eingebauten Staubsauger irgendwie hat, aber... Naja... Vergesst es leider auch einfach oft. Ah, amüsieren. Genau, liest du die Kommentare, während ich... Ah! Ich versuch's. Ich hoffe, man hört mich einigermaßen. Aber ich kann's kaum lesen. Hallo, Blues, ich kann's leider nicht lesen. Ich bin zu weit weg. Na komm. Ach. Danke für die Bitte. Ich hab aufgehört, Merlin. Machst das super. In die Augen. In die Augen, ja. Da ist irgendwer. Deine Kleidung bleibt gar nicht sauber. Der kriegt wirklich Blutflecken im Gesicht und auf Kleidung. Aber dann ist beim nächsten Punkt ist wieder alles auf Null. Salat für uns beide gemacht. Jetzt habe ich mir noch so Fertignudeln gemacht. So Asia-Fertignudeln. Die esse ich. Und spritzt sie mal hin. Ganz genau. Upsala. Wo sind denn hier noch Gegner? Hier ist doch, irgendwo ist doch hier noch so ein Dicker, oder? Ich dachte, hier wäre noch so ein Dicker irgendwo. Hier vielleicht? Oh, alte Dame. Nein, oh Gott. Das wäre beinahe nicht Ja.
Ah, da hinten steht der Kanonentyp. Den, muss nicht sein. Ja, irgendwie habe ich mich doch an den Rand schleichen können. Ja. Gut aus. Glück ist er einfach blind. Ja. Der ist, glaube ich, echt nervig, wenn man den nicht, wenn man den nicht tötet vorher. So. Und ja, noch, genau. Oder? Ich persönlich finde es schwerer. Aber das liegt wahrscheinlich dran. Gott. Sterb. Naja, gut. Das liegt wahrscheinlich dran, dass ich einfach. Oh Gott! Falsche angelockt. Ja. Die Dark Souls und die Bloodborne-Steuerung und die Taktik, wie man kämpft, so drin hatte, die funktioniert halt hier bei dir nicht. Man muss einfach komplett neu den Kampf neu lernen. Ich finde das schon cool. Mir liegt es mehr, dieses Blocken und Parieren. Ich komme damit irgendwie besser zurecht. Ja, die Merlin ist ein Naturtalent. Wie gesagt, naja. Also... Na, schon irgendwie. Aber wie gesagt, das kann dran liegen, weil du eben nicht Dark Souls gespielt hast und deswegen nicht diese falsche Muscle Memory eintrainiert hast. Ja, vielleicht. Die schädlich ist für dieses. Ich habe ja ein bisschen Dark Souls gespielt. Ja, das stimmt. Ach, ja, egal. So, wo ist... Du musst mir jetzt trotzdem ein bisschen helfen, du kennst dich ja aus. Mhm. Wo ist jetzt der nächste Punkt, wo ich zu einem Feuer kann? Zu einem Lagerfeuer? Ja, zu einem Lagerfeuer. Geh mal hier noch weiter. Schwing dich da rüber, oben rüber schwingen. Worüber? Na, oben aufs Dach. Ach. Weil dahinter ist jetzt quasi da, wo eigentlich der Uger ist. Ach, aha. Okay. Dann hoffe ich mal, dass das Hühnchen noch kaputt machen kann, bevor ich sterbe. Also ich habe übrigens schlechte Nachrichten. Oh, oh. Ich habe nämlich so weit gespielt, dass du entweder den Bullen oder Lady Butterfly machen musst. Damit es weitergeht. Oh nein, oh Gott. Oh, das ist ja super. Ja. Das ist ja ganz großartig. Dafür habe ich für dich auch Nachrichten. Ich habe mir nämlich, also ich weiß nicht, ob du dich auch schon gespoilt hast dafür, der Sepoloni ist nämlich in seinem Privatspiel, ich hoffe, ihr hört ihn überhaupt einigermaßen, weil sonst rede ich hier voll mit mir selber. Naja, der Sepoloni ist nämlich in seinem Privatspiel. Ich glaube, wir dürfen eigentlich auch nicht so viel spoilern. Kurz vorm Ende. Ist schon okay. Spoiler-Alarm. Spoiler-Alarm, okay. Spoiler-Alarm. Nämlich so halb kurz vorm Ende, also hat den Eule, heißt er, ne? Ja. Eule schon besiegt? Oder ich glaube, im Deutschen heißt er Uhu, aber im Englischen Aul. Hast du ihn jetzt eigentlich schon besiegt? Ja, oder? Ich habe ihn schon besiegt. Und auch okay. Schon ein paar Bosse danach. Also du bist praktisch schon in dem... Genau, ich habe auch schon den Mönch besiegt, die Nonne. Okay, also du bist praktisch schon in dem Bereich. Danach. Ich habe mir nämlich Videos angeguckt vom Endkampf, vom End-Endkampf. Mhm. Um zu wissen, wie viele Phasen der hat. Vier Phasen. Ich weiß es, der heißt Schwertheilige. Hast du dich schon gespoilt, wie die so sind? Ah, Soll ich dir sagen, wie die so sind? Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das Spiel jemals durchspielen werde. Also ich habe von Hooked, der hat das im Stream nämlich gespielt und den Endboss nur gemacht. Ja. Also gut, die ersten 1,5 Stunden läuft er so rum und macht noch Zeug. Aber den Endboss hat er, der hat den 6 Stunden probiert. Ja. Am Stück. Ja, das glaube ich schon. Naja. Haben Sie mal, du schaffst die Lady Butterfly schon beim ersten Versuch. Ja, bestimmt. Da gehe ich jetzt nämlich auch hin, weil ich sehe irgendwie tatsächlich gegen die mehr Hoffnung als gegen dieses Schwein. Ja. Lady Butterfly geht, man muss sie aber dahin, lernen. Oder? Ja. Und denk dir nichts, wenn du jetzt am Anfang super schnell stirbst und du denkst dir, wie um Gottes Willen soll ich jemals gegen die gewinnen? Ja. Das ist ganz normal. Das ist deine Art zu spielen. Wie viel
Leute schauen eigentlich momentan zu? Oh Gott. Das wollte ich nämlich eigentlich vorhin auch mal schauen. Ich mir dachte so, wow. Um die 20. Ah, cool. Ich hoffe, so viele haben auch bei EDF zugeschaut. Das Spiel hat nämlich, warum auch immer, viel zu wenig Anhänger. Obwohl es so cool ist. Muss ich hier lang? Ich habe keine Ahnung. Ja. Oh, oh. Nein! Ist hier noch einer? Nee. Nee. Das ist der Einzige, oder? Ja. Und jetzt runter und die dann... Die geheime Treppe runter und dann geht's los. Ja, dann auf in den Kampf. Ich kann gar nicht zu... Also, weil es so spannend ist. Whee! Ah ja. Geht schon mal gut los. Wie kann ich die... Ah, ich will die Dings... Ah. Sonatanado. Naja. Madamada Coin. Die läuft cool. Unsere Katzen drehen gerade schon wieder durch. Natürlich. Ich wollte eigentlich gerade, aber ich habe leider echt die Steuerung nicht mehr drin, auf die Wurfsterne umschalten. Aber keine Ahnung wie. Ach ja. Auf Dreieck kannst du durchschalten, aber du musst schauen, ob die überhaupt ausgerüstet sind. Die Wurfsterne. Obwohl die sind auch nicht auf Dreieck. Ah ja. Okay. Also die Wurfsterne sind die Geheimwaffe gegen Lady Butterfly. Und wie setze ich die ein? Ja, genau, genau. Okay. Na gut, versuchen wir es nochmal. Geld nicht als erster Versuch, das war ein Bug, okay. Ich werde die sowieso, also ich sehe da keine Chance. Ich weiß nicht, wie lange ich in Stunden an ihr gearbeitet habe, trainiert habe. Aber ich habe auch 2-3 Tage gebraucht, bis ich sie überwunden habe. Und bestimmt jeden Tag eine Stunde, vielleicht auch mal 2. Dann war das ja eine super Idee, dass ich jetzt gesagt habe, ich stelle mich jetzt hin und spiele das Spiel. Genau. Ah, Gott. Vor allem, weil sie ist halt so der Anfängerstock. Der erste Boss, der sagt, okay, jetzt ist Schluss mit lustig, jetzt wird's ernst. Entweder du kannst das Spiel jetzt oder du hörst auf. Die ist so der meine Noob-Stopper. Du musst mir sagen, wann ich mich heilen muss. Ich guck nämlich auf sowas okay. Echt nicht. Ich guck auf meine Heilliste. Und sag mir auch, wenn ich zu viel. Ich würde mehr blocken und weniger. Benutzen, dann habe ich schon vergessen, wie das geht. Ich
Das ist jetzt halt echt wirklich gemein, weil ich bis dahin gar nicht gespielt habe. Auch privat nicht gespielt habe. Vielleicht sollte ich doch eher zum Schwein. Kannst du machen, ja. Der Weg zum Schwein ist schon schwer genug, finde ich. Ah, wo ist denn das Schwein überhaupt? Geh mal dahin. Also ja, teleportieren. Das passiert mir an der Stelle auch immer. Wir haben den blöd platziert. Ja. Ja. Genau. Lady Butterfly und der Bogenschütze, das sind die beiden schlimmsten Bosse im Spiel. Bis jetzt. Ich war noch nicht beim letzten. Vor allem gibt es bei allen anderen oder bei vielen anderen Bossen einen Trick. Also Tricks, die muss man kennen und dann werden sie relativ leicht. Aber nicht bei den beiden. Den muss man einfach machen. Und wobei ich habe gehört, bei Lady Butterfly gibt es schon einen Trick, der entdeckt wurde. Aber den kann ich nicht. Der Kleine lässt den Greenscreen. Oh oh. Sehr gut. Der ist schon wieder. Gerne. Was ist los mit dir? Hey. Komm mal her. Warte. Den Standardgegnern halt fast ein bisschen problematisch, dass es oft reicht, einfach nur drauf zu hauen, bis man sie halt killen kann. Wenn man diesen Deathblow machen kann. Oh Gott. Und ja, also ich hau halt einfach auf die drauf und dann sind die schon am Arsch. Oh, da kommt es. Dicker. Mal, dass wir den. Oh, da sind zwei Dicke. Ach ja. Ich hoffe, die verlieren uns jetzt ein bisschen. Die sind ziemlich doof. Oh, ha. Ja. Immer noch, wo ich bin? Nee, jetzt ist es schon nicht mehr. Halt echt doof. Wie bewegt er sich gerade? Ach. Habe ich zumindest den einen. Oh oh. Ah, mein Gott, anvisieren. Ah. Treffen, ne?
dreh dich wenigstens um. Stealth-Killen. Ich hab die bis jetzt nie... Ich hab nie gegen die gekämpft. Ich hab die immer irgendwie von oben... abgemurkst. Deswegen... Keine Ahnung, was deren Moveset so eigentlich... Ich glaub... Die meisten... Oh. Der einfach Loot vergessen. Vielleicht zwei Stück. Muss ich gleich ankreiden, wenn der Seppoloni wiederkommt. Das geht ja gar nicht. Und da oben ist jetzt wahrscheinlich das Schwein, oder? Oh Gott, das war super. Schöne Gelegenheit gewesen, diesen auf den Speertret-Konter zu machen. Den finde ich nämlich voll cool. Aber irgendwie hat es gerade nicht funktioniert. Da jetzt ist Schwein, oder? Oh Gott, habe ich gar keinen Bock drauf. Naja. Den man nicht kontern kann, oder? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht. Ach, das war die super Idee gewesen. Ich habe dich gewarnt. Hey, du hast gesagt, nö, das könntest du schon machen und hast mir, während, als ich angefangen habe zu spielen, gesagt, dass übrigens der Boss oder der Boss und weiter geht's nicht. Ach so, ja, das habe ich dir jetzt erst gesagt. Ja, danke. Ja, ich weiß ja auch nicht. Du kannst auch irgendwo grinden gehen, wenn du willst. Also früher. Oh nein! Weißt du, echt das Problem bei meiner Art zu spielen, sehe ich echt gegen die Butterfly noch mehr Chancen als... Ja, dann auch die Butterfly. Ja. Ich glaube, ich habe im letzten Stream eine Stunde oder so. Ja. Es geht mir nicht darum, dass das irgendwie doof ist für die Zuschauer, sondern auch für mich. Für mich ist das auch frustrierend. Ah, oh Gott, bitte. Also, man kann übrigens, das habe ich auch noch sehr spät gelernt, die Wölfe mit einem einzigen Wurfstein killen. Echt? Mit einem Wurfstein? Ja. Das macht die echt... Die sind sowieso nicht problematisch. Nee, aber wenn sie einen erwischen, ja, machen schon. Sie Schaden. Aber eigentlich mit einem Schlag sind die halt hinüber. Ja.
Bei den Bullen hilft übrigens Feuerwerk. Kurz stunnen. Ich gehe einfach zu der Alten. Vielleicht sehe ich da ja irgendwie. Aber die hat auch zwei Phasen, oder? Ja. Zweite ist die. Oh. Ja. Ja. Katzen. Überall Katzen. Ich gern für Spiele spielen. Eigentlich mag ich storybasierte Spiele. So storybasierte Spiele mag ich eigentlich lieber. Also, das ist halt aber das, die Sache halt eben, wie ich spiele, weil eigentlich ist mir Spielmechanik scheißegal in dem Spiel. Es ist sogar eher hinderlich, wenn es irgendwie eine ausgefeilte Spielmechanik hat im Spiel. Mada Coin. Mein Gott, es ist schon wieder fast 11. Mhm. Die Zeit rennt. Ja, ich finde auch. Der Halbzeit von 24 Stunden spielen. Ich kann es überhaupt nicht glauben. Oh Gott. Was stimmt? Jetzt ist mir gerade eingefallen, was ihre zweite Farbe ist. Nein!
erste große echte Boss. Hatte ich. Ab dann macht das Spiel das alle ziehen, dass sie einen neuen unbesiegbaren Boss erfordert. Ich weiß schon, der Sebi fängt jetzt an zu spielen. Nee, ich will nur kurz. Ich habe nämlich. Ich sitze jetzt einfach hier, sehe gut aus und kommentiere. Ich habe nämlich gehört, es gibt eine. Ja, du bist irgendwie so komisch im Eck, aber ist auch. Moment. Was wollte ich sagen? Es gibt nämlich so eine Cheese-Taktik. So eine kleine Schummeltaktik. Ich muss mal schauen, ob das funktioniert. Die ist nämlich die Sidesteps. Ist super anfällig für Sidesteps. Mit einer gezielten Sidestep-Kombo links, rechts kann man sie anscheinend manchmal One-Hit killen. Ich werde das mal kurz testen, ob ich das hinkriege. Ja, wie gesagt. Willst du das ab sofort spielen? Nee. Ah, Fußweger. Aber es kommt noch nicht. Also, ich weiß nicht, ist das, weil hier die normale Playstation steht und bei uns im Wohnzimmer die Pro, dass es so krass rankommt. Ich stelle mir da einen. Wir haben nämlich zwei Playstation. Ja, aber einer hat sehr gut. Und es ist ja auch kein Arbeit. Ja, ich krieg die auch nicht mehr. Dieses Zeit. Das ganze Spiel besteht halt nur aus einer Weltführer. Das ist halt das Konzept von dem. Jetzt geht der Kampf erst richtig los und ich habe keine Heilung mehr. Yarujanaika, Segare Dono. やるものだな、苦労のせがれよ。
Es ist so krass. Es ist so krass. Nochmal. Wir können auch gern wieder auf. Wir können gern Earth Defense Force zu zweit spielen. Ist auch okay. Ja. Schade, ich hätte eigentlich echt, aber wie gesagt, das ist halt so eine Stelle. Halt nicht so. Wir können auch die PS4 aus dem Wohnzimmer holen und du spielst bei deinem Safe Game weiter. Das könnten wir machen. Das war viel zu aufwendig. Na gut. Ist wirklich mein größter Kritikpunkt an dem Spiel. Warum gibt es keinen Boss-Neustarten-Knopf vor allem? Sondern man muss gegen jeden Boss 4-5-30 Mal immer wieder in die Augen. Zeit. Super Meat Boy hat uns doch gezeigt. Nee. Das ist halt echt wirklich. Macht nicht. Dann lass uns Earth Defense Force. Holy Destiny, danke fürs Followen. Willst du lieber, wollen wir Earth Defense Force weiterspielen? Zu zweit ist okay. Machen wir das. Dann, was du? Ach, nix. Schade, ich hätte echt gerne. Würdest eigentlich, du gerne noch weiterspielen? Ja, grundsätzlich würde ich das Spiel auch, glaube ich, viel lieber spielen ohne die Bosse. Ah. Ich finde so das normale Rumlaufen und die normalen Gegner eigentlich alle ganz cool, aber die Bosse, also teilweise, manche Bosse fand ich cool, aber manche sind einfach so scheiße. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht den Nerv, mich an Lady Butterfly beziehungsweise dem Bullen vorbei zu kämpfen, weil Ich muss meine Kräfte schonen. Ja, aber das stimmt. Da haben sie ja recht. 14 Stunden könntest du noch üben. 14 Stunden wäre noch Zeit. Das reicht. In 14 Stunden schaffst du es. Der kleine Kater ist zum Glück endlich müde. Oh. Ja, nee, dann lassen wir es. Das ist jetzt auch mir zu anstrengend. Ja, aber ich glaube, die Merlin hat keinen Bock mehr. Ich glaube, das ist eher das Problem. Ja, das ist halt wirklich leider. Also gerade die, ich habe die ja einfach im privaten Spiel schon oft genug gesehen, weil sie wieder sehr lang dran gehangen hat. Und ich habe ja ein paar Sachen auch so probiert und die ist halt echt. Ach, nee. Ich bin da auch leider nicht so leidensfähig. Also ich mache das dann so einen Boss, wenn ich den eine halbe Stunde lang nicht schaffe. Muss ich erstmal ein paar Stunden Pause machen. Ich kann da nicht so, keine Ahnung, 5 Stunden dran ausprobieren. Ja. Na gut, auf jeden Fall danke für die Pause, für die Essenspause. Bitte schön. Und dann machen wir jetzt gleich nochmal weiter. Ich mache den Stream nochmal kurz aus, aber es geht sofort weiter.